toll. Du bist kein Kapitän. Du bist gar nichts. Tja, ja, das hat man mir schon mein ganzes Leben lang gesagt. Oh, nun. Also gar nichts ist vielleicht übertrieben. Ha, ich hab dir Schuldgefühle gemacht. Vielleicht mag ich dich doch. Ein bisschen. Wuhu, die Mary mag mich. Aber sie redet trotzdem nicht mit mir. Verdammt. Ich würde sie einfach gerne mal putzen. Vielleicht ist sie dann ja glücklicher, aber... kann man vielleicht das... Ich glaube, die Tröte brauche ich auch nur, um schlechte Witze irgendwie zu... Wie freudlos muss das Leben sein, bis einem sowas Spaß macht. Ach, das geht so. Was? Amüsiere Mary hat nicht geklappt? Oh. Tröte. Das geht sogar. Cool. Sehr schön. Danke, nun ist gut. Ich hab's versucht. Party! Nö, geht nicht, verdammt. Dass ich an den Schubfächern noch nichts machen kann, ist ja interessant. Tröte? Das funktioniert das nochmal? Oder mit den Leichen-Dings? Sehr. Okay, gut, das führt zu nichts. Aber schön, dass wir es mal gemacht haben. Warte, das fällt mir gerade ein. Büroklammer mit Gitters. Ich biege die Büroklammer auseinander. Vielleicht kann ich damit das Schloss knacken. Ich meine, wenn in der Straße... Oh. Nicht euer Ernst! Ja, das war wahrscheinlich mit schwerer Rätsel gemeint. Warte. Ach so. Ja. War natürlich klar, dass der direkte Weg nicht funktioniert. Oh, da ist zu viel Last. Achso, weil da so ein Gewicht dran hängt, verstehe. Aha. Achso, ich muss ja alle damit hoch gleichzeitig hochheben. Ja, interessant. Achso, das scheitert an diesem Ding da. Okay, gut, das muss also. Das Ding muss also auf jeden Fall durch dieses Loch hier. So, dann muss es da drunter. Das reicht. Das Ding ist noch nicht maximal angehoben, aber ach nee, anders kriegen wir es eh nicht hin. So, jetzt das Ding. Das ist sowieso angehoben. Ne, da müssen wir, glaube ich, gerade durch. So, dann das Teil. Na, nee, das war noch nicht ganz richtig. Ach, das war's. Ich hätte da nur hinten gegenkommen müssen. Ach so, ich habe mir das gerade viel schwerer vorgestellt. Noch eine Zigarre dran. Hoffentlich kann ich damit heute Abend meine gelungene Flucht feiern. Hab mir aber zumindest das Gefühl eines Fortschritts gegeben. Wie? Was? Jetzt? Zigarre war jetzt... Ich knote erstmal den Korkenzieher los. Hä? Oh Gott, jetzt wird's ja mysteriös hier. Ich habe die Zigarre ein Stückchen in den Schlauch geschoben. Schlauch mit Zigarre? Was bringt mir das denn? Dass ich jetzt eine Rauchkanone habe oder was? Das ist auch ohne Schlauch. Vielleicht. Das ist auch ohne... Also ich habe ja da eine super kreative Idee, aber ich ahne, dass deren Durchführung mir nicht sofort auf Anhieb so gelingen wird, wie ich mir das vorstelle. Oh, das geht schon mal. Hm? Ach so. Rauchen ist schrecklich und jeder Raucher ein Monster. Hm. Sehe ich ein. So, wir haben jetzt also eine brennende Zigarette. Mit der können wir... Also, da ist ein Knoten ungefähr zusammen. Ich habe den Korkenzieher an Schlauchende geknotet. Ach so, warte mal, eine glimmende Zigarette damit ist... Das hält nicht richtig. Die Zigarre ist viel dicker als der Schaft der Tröte. Verdammt. Wer hätte das gedacht? Aber wir können auch jetzt sicherlich, jetzt würde ich ja gerne nochmal hoch zur Kanone, aber der konnte mir ja vorhin auch schon nichts machen. Kann ich vielleicht das Fass ankugeln? Ich meine, wenn es mit her... Nö, können wir vielleicht Mary damit auf? Nö. Das Glasbuddelschiff, das noch was zu bedeuten hat? Ich meine, das ist ja recht unwahrscheinlich, aber ist, mein Gott, das könnte man ja schon mal. Nee, das Schiff aufheitern geht auch nicht. Vielleicht mit Konfetti-Riesen so ein Schneedingens machen? Nee, die Hand, die lässt sich auch nicht überzeugen. Mary nochmal reden? Das soll ich mit meinem Schiffsdrachen schon bereden. Ja, der Schiffsdrache sagt doch gar nichts darüber, als Schiffsdrache bezeichnet zu werden. Nun gut. Das Fass wurde mit Teer versiegelt, das kann ich. Ja, das hatten wir bereits. Puderdöschen. Oh nein, ich will hier eigentlich nur hoch. Oder haben wir hier noch was anderes, was ich übersehen habe? Muss mal aufpassen mit dem Rand hier mit der Maus. So. Jetzt kommt wahrscheinlich. Nee, es kommt nicht der übliche Dialog.
Nein, jetzt habe ich nach unten geklickt. Ich trottel, warum? Warum tue ich denn sowas? Nein, 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 wieder hoch. Hm. Du wirst mich nicht zurückbringen, Sasi. Niemand wird mich zurückbringen. Hä? Wie kommt die jetzt hoch? Also dann hätte ich jetzt ja die Nee, gut. Warum hat denn das jetzt gesagt? Wenn du nicht sofort landest, werde ich dein Schiff vom Himmel pusten. Na los! Ich zähle bis drei! Du solltest nichts versprechen, was du nicht halten kannst. Es geht weiter. Bis drei zählen. Oh Mann, ey. So, also anscheinend reicht es ja vollkommen aus, sie zu reizen. Ich würde mal das Leben kennen. Wir sind leider... Ja, ich hatte auch meine... Ich hab doch meine... Leider sinnlos. Es fehlen das Schwarzpulver und ein Geschoss. Haben wir doch alles. Aber irgendwie funktioniert es leider nicht so, wie ich weiß. Also das ist anscheinend noch nicht so richtig gemischt, wie man sich das so vorstellen mag. Warum mit sich denn das... Funktioniert so. Ja, das funktioniert wunderbar. Warum kann ich das Ding hier eigentlich nicht mischen? Also ich wüsste zumindest nicht gerade nicht wie. Das ist ja anscheinend... Naja doch, ist ein Schwefelholzpulver gemischt. Ich denke mal, das ist doch... Das würde auch... Reicht das nicht zum Abfeuern? Ich meine... Das ist doch fast genauso gut wie Schießpulver, nicht wahr? Aber was fehlt anscheinend noch? Nein, das Golddöschen... Ja, ist schön. Ja, ich dachte eigentlich, ich benutze das Ding als Haken, dass es sich irgendwie in ihrem Propeller verfängt und dann... Also... Da, und weg und das andere, das Pulver als Munition, dachte war jetzt mein unheimlicher Plan. Ich würde mal, wir sind leider wieder. Ja, ich hab doch alles. Leider sinnlos ist. Okay, die Kanone abfeuern kann ich auf jeden Fall mit der Zielrette, aber das geht anscheinend nicht so einfach mit dem. Also es fehlt anscheinend noch irgendwas, was irgendwie wichtig ist. Was ich jetzt aber spontan über. Zum Beispiel diesen Korken hier. Den hätte ich ja gerne. Was wurde mit hier. Ja, aber wir könnten doch sicherlich das auftröten. Nee, verbrennen die Karnevalsröte jetzt vielleicht? Ich meine, ich hab's schon gehört sowas. Ja, war schon gut, ne? Ja, da gehört sowas. Ja, Karnevalsding darf ich anscheinend. Das Feuer glimmt noch, das muss reichen. Hm. Okay, Feuer, Nahrung. Das Feuer im Ofen. Na ja, gut, vielleicht den. Nee, das funktioniert auch nicht. Pulver. Nein, natürlich nicht. Mit dem Wattebäuschen dachte ich eigentlich, kann ich hier irgendwie lustig rumkombinieren, aber scheinbar nicht. Und das kann ich auch nicht auf Mary benutzen. Das irritiert mich ab. Was? Achso, ich habe wahrscheinlich doppelt die Technik sprechen mit dir. Das soll ich mir. Ja, habe ich mir gedacht. Ich habe mich einfach verklickt. Ich drück mal die Leertaste, aber ich glaube, es dürfte eigentlich nichts passieren. Nein, der Hotspot-Hilfe ist im schweren Spiel standardmäßig deaktiviert. Yay. Nun gut, warte, was steht da oben noch? Versuche mal, Saas vom Himmel zu schießen. Ah, das ist meine Aufgabe. Ach, betrachte das Buddelschiff. Ja, warte mal, das, da ist doch das noch vorne ein Korken dran, da können wir da nicht irgendwie was... Deswegen kriegen wir doch sicherlich irgendwie ab, oder? Das kann aber nicht sein, dass wir hier, auf ganzer Linie versagen, das ist ja inakzeptabel. Hm, aber anscheinend wird es genau darauf hinauslaufen, auf völliges Scheitern. Es sei denn, das Spiegelbild hat noch was zu sagen, am dritten Anklicken, das wäre natürlich... Ach, das muss der schönste Tag... Ja, okay, gut. Dieser Spiegel hat anscheinend nicht so viel zu sagen. Abgesehen von dem Spiegelbild kann ich nicht... Ja, so ich... Ja, schön, Nate. Okay, das geht nicht. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Das geht... Hey. Da hat irgend so ein Schmierfink Daumenabdrücke hinterlassen. Und ein anderer hat Puder dagegen gepustet. Ja, wer das wohl war. So, was bedeutet denn das jetzt? Da hat irgend so ein Schmierfink Daumenabdrücke... Okay, wir haben ein... Was können wir denn damit jetzt? Hm... Das ist mir gerade nicht ganz klar. Was ist das? Das Zieldings? Wenn ja, kommt das erst später zum Tragen. Ich habe mal Probleme, solche Hinweise zu deuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Kreuz mit einem Punkt im oberen, im ersten Quadranten sozusagen. Aber... Schönes Modell. Wo haben wir so ein Kreuz schon mal gesehen? Oder wo haben wir sowas überhaupt... Das Ding kriege ich ja nicht auf und das ist hier der Druck. Der Ofen, der glimmt ja auch nur noch vor sich hin. Der eigentlich schon wieder. Gehen wir nochmal hoch, vielleicht können wir mal Saas ja nochmal eine Runde. Oder ist gleich vorbei das Spiel, weil ich zu oft den Ofen runtergelaufen bin. Das kann natürlich auch sein. Vor allem hat die Buddel noch ihren verdammten Korken. Den hätte ich halt gerne. Liegen gerne sogar. Ja, ich würde sagen, es scheitert wirklich daran, dass ich hier irgendwas gerade übersehen habe. Dass ich hier meinen tollen Ich habe den Schlauch um den Korkenzieher geknotet und fühle mich der Lösung all meiner Probleme nun ganz erheblich näher. Ich mich auch. Die Zigarre glimmt und verbreitet den typischen Zigarrengeruch. Toll. Holzkohlepulver und Schwefelpulver. Das allein bringt mich nicht weiter.
Wattebäuschchen zum hautschonenden Abschminken. Voll meine Welt. Jo, denke ich auch. Okay, also es fehlt noch was an meinem Schießpulver. Ja. Hervorragend. Jawohl! Yay! Yay! Ja, so habe ich mich auch gerade gefühlt. Ob ich das Ding das ganze Spiel durch mitschleppen kann, ein das ist toll. Haufen bunter Papierschnipsel. Man wirft sie in die Luft, um warum auch immer. Verwirrung zu stiften, während man abhaut. So. Ach, guck mal, Sandsäcke. Wenn ich Ballast abwerfe, könnte ich höher fliegen und vielleicht auch etwas schneller, aber egal was ich tue, ich werde Sasis Abfangjäger nicht entkommen können. Ja, aber Sand ist, kann ich damit nicht irgendwie mein Geschoss verdämmen? Nee, anscheinend nicht. Das ist nämlich immer wichtig. Das sind knallen China-Böller, so, weil die haben nämlich, die haben ganz viel Sand drin. Da ist eigentlich ganz wenig Schwarzpulver, was da, glaube ich, wirklich drin. Ne? Ach nee, das ist ja mein Flugschiff, ne? Das ist ja wieder die Mary. Das möchte ich eigentlich gar nicht betrachten. Früher oder später wird dir klar werden. Ja, super. Früher oder später, ja. Kanone betrachten. Die Truhe war ja durch Leerheit. Da oben ist, hängt noch eine Kette. Die hätte ich ja gerne. Also einfach nur so. Ich weiß noch nicht so richtig wofür, aber ich hätte sie halt gerne. Dieser Berg fliegt auch zum 10. Mal vorbei. Ja, die Sandsäcke, das ist ja... Können wir vielleicht irgendwie noch irgendwas mit irgendwas kombinieren? Also ich meine, im Moment haben wir ja als... Ja, die strikte. Man verzeiht es mir, wenn ich jetzt anfange, die Hotspot-Hilfe zu aktivieren. Das lange habe ich es gehalten, aber Hotspots an. So. So, jetzt. Gut. Hervorragend. Gut, ich habe also anscheinend all die Funde. Ich fühle mich ja sehr stolz, dass mir das möglich war. So, wir haben da das Fass. Okay, wir können da nichts extra machen. Wir können da reden. Wir haben da das Kästchen. Wir haben da den Spiegel. Und dann ein Bullische. Gut, ich habe nichts übersehen. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe was vergessen. Ich habe die letzte Zigarre schon genommen. Solange ich das Kästchen nicht auffülle, wird es leer bleiben. Es sei denn... Nein. Nicht magisch. Verdammt. Kann ich vielleicht irgendwas in das Kästchen reinschieben? Vielleicht was Sinnloses? Oder... Nee, auch nicht. Was fehlt denn noch in unserem verdammten Pulver, dass das nicht geht? Das müsste doch eigentlich... Sie mag hier auch nichts haben. Das ist ja schon wieder Rätsel über Rätsel, muss ich sagen. Das ist garantiert nicht eins von den schweren Rätseln, sondern es ist einfach nur... Ja, den Spiegel, den betrachtet der auch gar nicht näher, wenn ich den anklicke. Der da hat irgend so ein Schmierfink Daumen ab. Ja. Toll, aber... Was bringt's? Ich meine, ich kann es auch nicht wegwischen. Ich kann es einfach nur... es fehlt eine Zutat. Könnte man so sagen, aber es liegt eigentlich nichts rum, oder? Oder habe ich gleich noch einen ganzen Raum übersehen? Ich würde ja sie auch gerne abschminken, in der Hoffnung, dass ich dann mehr mit ihr reden kann. Aber das Fass jetzt zum Beispiel... Ja, so einfach kriege ich das nicht auf, aber kann ich das vielleicht aufbauschen? Nee. Ja, wie soll ich das Fass dann bitte schön... Ich habe ja... Mir fehlt irgendwie noch so ein... Ich werde dann nehmen, Fass ist die Zutat, die ich brauche. Das muss ich bloß irgendwie noch... Oh nein. Nein, ich knote erstmal den Korkenzieher los. Ja. Klar, ein Korkenzieher. Ah, oh Mann, ey. Hm. Ja, wie sagst du? Ein gräuliches Pulver. Lecker. Ja, Rattendumm. Hey, Salpeter und Schwefel da. Das ist eine einfache Erklärung, warum hier ein Fass mit Salpeterpulver steht. Man benutzt es zusammen mit Kochsalz, um Fleisch zu pökeln. Es gibt für alles immer eine logische Erklärung. Oder eine magische. Oder weil ich Salpeter mit, naja, egal. Das funktioniert schon. Aber mir fehlt es ja immer noch, das sagt nicht. Schwefelpulver, Salpeterpulver und Holzkohle im richtigen Mischungsverhältnis ergeben Schwarzpulver. Rein damit und vorsichtig vermischt. Genug Schwarzpulver, um Masas ein paar Ladungen vor den Bug zu schießen. Muss dazu sagen, dass, glaube ich, weder Salpeter noch Schwefel in Deutschland irgendwo vorkommen, natürlich. Aber und ich glaube, Salpeter und Schwefel sind eher so eine vulkanische Geschichte. So ein Vulkaneneckert. Naja, so etwa 20 Minuten. Verdammt, das war eine rhetorische Frage. Naja, dann 30 Minuten. Wir werden es sehen, wenn du nicht endlich mit dem Sinkflug beginnst. Jetzt habe ich außerdem was weggeklickt, weil ich dachte, hier kommt nichts mehr. Na, also sie sagt immer was, wenn ich ein Stück weiterkomme. Das ist ja egal, ich bin ja quasi fertig. So, für das Schwarzpulver in die Kanone. Das geht doch schrecklich schief. Ich sehe es einfach nur, ich sehe es doch, dass es schrecklich schief geht. Das sollte reichen.
Jo, so, denn meine supergeile Korkenzieher-Konstruktion. Ich hab den Schlauchende geknotet. Ja, hast du super gemacht. So, Schlauch mit Korkenzieher. Ah, verdammt. Ich hab's befürchtet. Ganz ohne Munition wird das nicht viel bringen. Masas wird sich wohl kaum von einem lauten Knall verjagen lassen. Doch. Okay, ich brauche Munition. Nimm mal die Tröte. Nee, das geht nicht.